Super, genau. Ja, herzlich willkommen hier am Stand des ZVEI, zu dem wir natürlich auch gehören, selbstverständlich. Ich darf Ihnen heute das Thema mit der eigenen PV-Anlage das Auto laden. Ist etwas, was halt immer mehr zukünftig kommen wird. Und das ist natürlich etwas komplexer, als ich das hier jetzt in 20, 25 Minuten schildern kann. Aber ich würde halt gerne einfach mal zeigen, wie man das möglicherweise auf einfache Art und Weise schon mal vorantreiben kann. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Eckhard Wiese. Ich bin von Hause aus Elektroinstallateurmeister. Wer gestern schon da war, weiß das. Elektroinstallateurmeister hieß das mal. Ist eine Weile her, dass ich das gemacht habe. Aber ich bestehe darauf, dass ich diesen Titel natürlich auch behalte. Ich bin 60 Jahre alt, bin seit 2009 bei Mennekes, also man kann sagen, seit Anbeginn der Elektromobilität mit dabei. Wir haben so in 2008 gestartet mit dem ganzen ersten handgeklöppelten Steckern. Und ich bin von Anfang an dabei und kann deswegen einiges vielleicht auch herleiten, wenn Sie da mal noch Fragen haben zu irgendetwas, was gewesen ist. Ich arbeite bei Mennekes als Trainer, als Senior Trainer. Ich mache aber auch Vorträge, so wie hier jetzt, und zwar zu beiden Themen, die wir vertreten, sowohl zur Industriesteckvorrichtung wie auch zur Elektromobilität. Ja, um was geht es heute? Wir gucken uns mal an, warum überhaupt Solarladen, warum will man das überhaupt? Ja, eigentlich eine rhetorische Frage, weil jeder weiß, warum man das am besten macht. Welche Möglichkeiten gibt es? Ich will die mal ganz kurz nur aufzeigen. Es gibt einfache Möglichkeiten, das umzusetzen, die natürlich dann auch entsprechend preiswerter sind. Und es gibt komplexe Möglichkeiten, die bei einer großen Anlage durchaus Sinn ergeben. Wir schauen einfach mal rein, was gibt es für Kompatibilitäten. Das will ich natürlich nicht alles durchgehen, sondern einfach nur mal zeigen, wo kann man so etwas finden, wenn ich wissen muss, wie kompatibel ist die Anlage, die ich schon habe, eben mit dem, was ich noch vorhabe. Auch da sind wir halt im Gespräch immer wieder mit neuen Anbietern. Auch hier auf der Messe finden solche Gespräche statt, dass man eben möglichst viele Sachen miteinander verbindet. Was so ein ganz klein bisschen auch in Richtung KNX geht, natürlich logisch, viele Sachen miteinander verbinden. Oder wie der neue Beruf des Gebäudesystemintegrators eben das erfordert, die Integration von vielen proprietären Systemen in einem. Ja, also warum überhaupt Elektromobilität beziehungsweise warum überhaupt Solarladen? Solarladen macht natürlich für mich selber eine gewisse Flexibilität aus. Ich gehe einfach immer in mein persönliches Umfeld. Mein Bruder hat eine kleine Photovoltaikanlage auf dem Haus, der hat eine Wärmepumpe, also ganz vorbildlich schon, und Elektroauto hat er noch nicht. Aber wenn er jetzt eins hätte, dann könnte er diese Anlage relativ einfach mit einfachen Mitteln eben miteinander verbinden, sodass das Auto tatsächlich immer nur dann lädt, wenn die Sonne so viel Überschuss produziert, das muss man immer sagen, Komma, dass mehr produziert wird, als das Haus verbraucht. Das ist ja erstmal wichtig. Denn die Sonnenenergie möchte ich als allererstes im Haus verbrauchen, und wenn dann mehr produziert wird, dann habe ich bei den heutigen Strompreisen oder bei den Preisen, die ich eben rauskriege, wenn ich etwas einspeise, natürlich gar nicht das Bedürfnis, das einzuspeisen, weil ich da gar nicht mehr viel für kriege, sondern dann sage ich, ich möchte es viel lieber selber nutzen. Und das wäre eben fürs Auto. Es gibt verschiedene Produkte dazu. Die Namen brauchen Sie nicht merken. Unser Stand ist direkt hier nebenan. Wenn Sie da nachher Fragen haben, gehen Sie einfach zu den Kollegen. Die zeigen Ihnen das dann auch. Und die zeigen Ihnen auch, wie man das miteinander verknüpfen kann. Einfaches Solarladen heißt, ich muss nicht mehr großartig irgendwelche zusätzlichen Produkte einsetzen. Das heißt, man kann so etwas machen mit einem einfachen zusätzlichen Zähler. Es ist einfach, es ist praktisch einsetzbar. Und dafür geht schon, naja, sagen wir mal, das mittlere Produkt, was wir anbieten, funktioniert da schon. Das kann mit einem zusätzlichen Zähler, ich zeige Ihnen das gleich noch, wie es funktioniert, mit einem zusätzlichen Zähler kann das schon erkennen, welche Energie fließt denn aus dem Haus raus oder was wird mehr an Energie erzeugt als das, was im Haus gebraucht wird. So, gehen wir jetzt mal in Medias Res. Das heißt, ich habe zunächst mal eine Wallbox, die ist angeschlossen ganz normal an das Netz von außen, was von außen reinkommt. So, jetzt
habe ich eine PV-Anlage und diese PV-Anlage produziert Strom. Nochmal, normalerweise wird das erstmal verbraucht bei mir im Haus. Wenn ich jetzt den Überschuss abschöpfen will, dann muss ich eigentlich nur einen einfachen Modbus-RTU-Zähler, das sind relativ günstige Zähler, die man da einsetzt, irgendwo in die Nähe hier reinbringen, dass er guckt, was fließt denn aus dem Haus raus. So, und jetzt wird's wichtig. Es müssen mindestens 6 Ampere sein, die rausfließen würden, damit das Auto damit geladen werden kann. Weiß jemand, warum es 6 Ampere sein müssen? Also, das Auto, und da hat man sich bei der Autoindustrie tatsächlich mal drauf geeinigt, die meisten Autos brauchen mindestens 6 Ampere, damit sie überhaupt laden können. Das heißt, ich kann ein Auto mit 2 Ampere gar nicht laden. Der braucht mindestens 6 Ampere. Deswegen muss er das sehen hier. Und wie funktioniert das? Ich habe, wie gesagt, einen einfachen Zähler, einen wirklich einfachen Zähler, der nur gucken muss, in welche Richtung fließt der Strom. Fließt er nach draußen, sind es mehr als 6 Ampere, dann teilt er das der Ladestation mit. Und dann kann die Ladestation eben sagen, jetzt lädst du alles, was ein Überschuss ist, ins Auto rein. Das wäre das Erste. Das ist das sogenannte Solarladen. Das heißt, hier wird tatsächlich nur das geladen, was Überschuss ist. Es gibt aber auch sogenanntes, ups, da ist der Kreis verkehrt. Egal. Ich habe noch mehr Fehler drin, glaube ich. Es gibt aber auch sogenanntes solarunterstütztes Laden. Also der Kreis sollte eins etwas tiefer sein. Müssen Sie sich jetzt so denken. Ja? Was ist solarunterstütztes Laden? Das ist Folgendes. Wenn diese 6 Ampere nicht übrig sind, dann werden die 6 Ampere aus dem Netz genommen. Das heißt, das Auto bekommt latent den ganzen Tag über 6 Ampere. Das gibt mir eine gewisse Sicherheit, dass auch schon was im Auto drin ist. Und wenn diese 6 Ampere überschritten werden, dann wird wieder umgestellt auf ein Laden, auf ein reines Überschussladen. So, wenn ich dann mal schnell weg muss, weil ich sage, ich muss in 2 Stunden mein Auto voll haben oder ich muss jetzt heute Abend doch nochmal weg mit dem Wagen. Sehen Sie, jetzt ist der Kreis andersrum. Super. Dann kann ich in der Mitte auf den Knopf drücken. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Tacho, der bis hinten gegen geht, ne? Dann lade ich tatsächlich die volle Leistung in mein Auto rein und das Ganze eben auch temporär. Das heißt, ich habe da 3 Druckknöpfe. Ich muss nicht irgendwo in ein Programm reingehen, muss das einstellen, sondern ich habe einen Druckknopf, wo ich drauf drücke und dann die unterschiedlichen Modi einstellen kann. Wie mache ich die ganze Vorbereitung? Wie ist das Gerät überhaupt konfigurierbar? Wir haben hier dran gedacht, dass es einfach sein soll. Hier denken wir jetzt tatsächlich nicht an den Endkunden, hier denken wir an den Elektriker. Damit der Elektriker hier bei einfachen Systemen, die sollen ja einfach aufgehangen werden, schnell vorkonfiguriert werden, sollen laufen. Damit er das sehr einfach machen kann, gibt es hier eben Einstellmöglichkeiten über sogenannte DIP-Schalter. Es gibt auch Elektriker, die sagen Mäuseklavier dazu, also das ist dann je nachdem so, wie man es gerade sieht. Was kann man da zum Beispiel einschalten? Da kann man zum Beispiel einstellen, wenn jetzt Ihr Auto mit 6 Ampere nicht zufrieden ist. Es gibt ja auch Autos, die mehr brauchen. Dann könnte man auch 10 Ampere einstellen. Das heißt, dann wäre diese Mindestamperezahl eben auf 10 hochgestellt. Das kann man hier zum Beispiel verstellen. Man kann natürlich noch mehr verstellen, wenn man dann Lust hat und möchte doch noch was mit einer Software machen. Dann geht das natürlich auch. Man kann auf diese Geräte raufgehen, einfach mit einer Leitung einstecken. Das ist so eine USB-CAN-Bus-Leitung. Damit kann ich dann diverse Einstellungen vornehmen. Was kann ich damit zum Beispiel noch verändern? Es gibt in Deutschland so eine Vorschrift, dass ich nicht mehr als 20 Ampere im Unterschied zu einer anderen Phase ziehen darf, damit ich also das Netz nicht schief ziehe. Das steht in der 4100, in der THR 4100 steht das drin. Nicht mehr als 20 Ampere. Und das könnte ich theoretisch sogar verändern, weil diese 20 Ampere sind bei uns in Deutschland, in Österreich haben wir zum Beispiel 16 Ampere, in der Schweiz 16 Ampere. Das soll aber eben nur ein Fachmann machen. Und deswegen nicht über die DIP-Schalter, deswegen eben
über eine Leitung und über eine Software. Natürlich ist diese Software auch kostenfrei bei Mennekes zu bekommen. So, das war einfaches Solarladen. Was kann ich außerdem noch machen? Ich kann außerdem noch sogenannten Blackout-Schutz gewährleisten. Was ist das? Blackout-Schutz in aller Munde. Vor 2 Jahren war es noch schlimmer als im Moment. Blackout-Schutz heißt, man hat Angst davor, dass die Haussicherung aussteigt. Und ich kann mit dem gleichen Zähler, mit dem ich vorher die Photovoltaikanlage gemacht habe, in der gleichen Anlage, mit dem gleichen Zähler auch Blackout-Schutz gewährleisten. Indem ich einfach sage, bitte, meine Hausanschlusssicherung beträgt 35 Ampere, 50 Ampere. Und dann überwacht der gleiche Zähler eben nicht nur, was rausfließt, sondern dieser Zähler überwacht dann eben auch, was fließt überhaupt, egal in welche Richtung. Und wenn sich das den 35 Ampere nähert, die mein Hausanschluss in der Lage ist zu bieten, dann regelt er das Auto runter. Der Unterschied dazu, dass ich eine Waschmaschine ausschalte oder andere Dinge ausschalte, ist eben hier, dass ich beim Auto die Möglichkeit habe, runterzufahren. Wie weit kann ich runterfahren? Bis auf 6 Ampere. Ne? Dann wird auch ausgeschaltet. Dafür gibt es ein Bundle. Auch das kann man zusammen so erwerben. Das heißt, die passenden Dinge zusammen kaufen. So sieht das Ganze dann aus, wenn das ein Kollege von mir gezeichnet hat. Der kann das natürlich sehr viel besser als ich. Und da ist halt nochmal das Prinzip gezeigt, wie das Ganze aufgebaut aussieht. Und nochmal, ich kann mit dem gleichen Zähler, einfacher Modbus RTU-Zähler, kann ich sowohl das PV-Überschussladen realisieren, wie auch einen Blackout-Schuss realisieren. Das einfach einstellbar über die DIP-Schalter. Da haben wir es nochmal. Übrigens, wenn Sie sich jetzt fragen, ist das schon wieder ein Fehler, den der Wiese gemacht hat? Die Zahlen stehen ja auch im Kopf. Nee, das ist tatsächlich so. Wenn Sie das Produkt nehmen, machen es offen und klappen das rüber, dann stehen die Zahlen tatsächlich auch im Kopf. Und unsere Elektriker haben immer gesagt, Mensch, ihr müsst das doch so abbilden, wie wir das sehen. Ne? Die sehen die Zahlen auch im Kopf. Deswegen haben wir das da so in die Beschreibung reingemacht. Das ist jetzt kein Fehler von mir. Das ist ernst gemeint. So. Wie machen wir es mit der Kompatibilität? Das ist natürlich schwierig jetzt. Ich kann mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, das ist mit dem kompatibel. Also erstmal grundsätzlich sind die Kompatibilität mit sehr vielen Sachen, mit sehr vielen Energiemanagementsystemen sind unsere Produkte kompatibel. Warum? Das ist ein normativ festgelegtes Protokoll, was man da verwendet, den sogenannten Modbus, entweder RTU oder Modbus TCP. Und da gibt es sogenannte Registertabellen. Kann ich mir vorstellen, wie ein großes Regal, in dem ganz viele Schubladen sind. Bin ich schon am Ende? Okay. Also wie ein großes Regal mit ganz vielen Schubladen drin. Und da muss ich eben gucken, ob auf der einen Seite des Regals das gleiche in den Schubladen drin liegt wie auf der anderen Seite. Und wenn das der Fall ist, so einfach erklärt, dann kann man sagen, passen die Produkte zusammen. Und damit man das auch einfach rausfinden kann, gibt es bei uns auf der Internetseite eben so ein Register, wo ich jetzt aufmachen kann. Da kann ich dann, ich sage jetzt einfach mal einen Namen, da kann ich dann gucken, Energiemanagementsystem von Vago, passt das zusammen mit Mennekes XY? Gucke ich rein, passt, wunderbar. Ja? Das kann ich also nachgucken. Das wird laufend gepflegt und da kann ich das dann eben überprüfen. Fazit ist, das Laden von Sonnenenergie wird sicherlich immer wichtiger. Viele sagen ja, Elektromobilität ist ein Elektroauto. Nein, das stimmt gar nicht. Elektromobilität ist sehr viel mehr. Elektromobilität ist die Möglichkeit, regenerative Energien in andere umzuwandeln, nämlich in Bewegungsenergie. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Es gibt extrem viele Autos schon, auch auf dem deutschen Markt, sehr viele Autos. Und ich sage Ihnen aus Überzeugung, ich fahre seit 10 Jahren Elektrofahrzeug. Am Anfang, gebe ich zu, war es Hybrid. Ich bin überzeugter Elektromobilitäter. Erstmal vielen Dank und dann haben Sie noch Fragen an mich. Ja, das so bescheid muss sein. Dankeschön, Herr Wiese. Gibt es Fragen? Wenn Ihnen ansonsten nachher noch was einfällt, wie gesagt, ich bin hier gegenüber zu finden und wie viele meiner Kollegen auch,
Da würden Sie dann auch gerne beraten. Jetzt vielleicht eine Frage, Herr Wiese. Es ist ja so, wenn die Sonne da ist, steht nicht immer das Fahrzeug da. Wie gehe ich denn damit um? Also sprich, arbeiten Sie dann auch mit dem Thema Zwischenspeicher? Oder ja, das Thema könnte man ja durchaus so nennen, könnte sagen Zwischenspeicher, ich könnte es ja zwischenspeichern, aber ganz ehrlich, ich sage Ihnen ganz ehrlich was, das, was Sie zwischenspeichern, das sollen Sie lieber im Haus verwenden. Ja? Genauso wie das Thema vielleicht, was auch schon mal hier und da angesprochen wird, bidirektionales Laden. Das ist im Moment überhaupt noch nicht interessant. Die Energie, die ich ins Auto lade, in Bewegungsenergie umsetzen, ist das Effektivste, was ich machen kann. Immer wenn ich eine weitere Umwandlungsform da drin habe, ist das schlecht. Also in die Richtung würde ich gehen. Okay, gut. Vielen Dank, Herr Wiese. Gerne. Ja.